Hey Leute, ich begrüße euch im nächsten Photoshop-Tutorial und ja, heute geht es mal um eine kleine Fotomontage von A bis Z. Das heißt, ich möchte euch erklären, wie ich von diesem Ausgangsbild letzten Endes zu diesem finalen Bild gekommen bin. Das Bild ist unglaublich gut angekommen, wurde letzte Woche gepostet und ja, deswegen, weil es so gut ankam, mal ein kleines Tutorial dazu von A bis Z. Modell hier in diesem Bild, Marie Liro, tolle Fotokünstlerin. Sehr, sehr bekannt und hier muss ich der Vollständigkeit halber aber sagen, dass ich dieses Bild hier nicht fotografiert habe. Das entsteht nicht oder entstand nicht in unserem gemeinsamen Fotoshooting. Es ist ein gekauftes Stockfoto. Der Fotograf, der das hier erstellt hat, kenne ich jetzt leider nicht, sonst würde ich ihn benennen. Aber cooles Foto, cooles Posing und ja, eine schöne Stimmung kommt darüber und deshalb habe ich mich entschieden, dieses Bild für eine kleine Fotomontage zu verwenden. Damals gekauft über die Seite Raw Exchange. Und ja, gehen wir da einfach mal Stück für Stück rein. Und es ist alles groß, keine Hexerei. Ja, die Stimmen sind immer laut. Oh Mann, wenn ich sowas könnte, das dauert ewig. Nein, es ist keine Hexerei. Es ist wirklich bloß Übung. Und wie man von diesem Bild zu diesem Bild kommen kann, zeige ich euch in diesem Tutorial. Direkt ein mit dem Ausgangsfoto. Ja, das ist das Ausgangsbild, welches ich gekauft hatte über die Seite Raw Exchange. Und warum kommt der schwarze Rand? Wie kommt dieser schwarze Rand zustande? Nein, der war natürlich nicht da. Ich wollte einfach das Bild etwas vergrößern. Ja, ich hatte mich dann vor der Arbeit an dieser Montage natürlich für einen finalen Hintergrund entschieden. Das ist der Hintergrund aus dem Stockpaket Venedig. Und ja, den hatte ich mir jetzt einfach da rausgepickt. Und damit das hier aber auch so passt, von dem Hintergrund, ja, ihr seht, der ist ja relativ, geht einfach weiter nach außen als in dem Originalbild. Damit ich aber auch diese Säulen drauf hatte und das aber auch perspektivisch passt, also ich konnte den auch nicht zu klein ziehen, den Hintergrund, habe ich mich dafür entschieden, den Hintergrund hier einfach zu vergrößern, damit ich den Hintergrund aus dem, aus Venedig hier schön einfügen konnte. So, wie mache ich das? Soll ich einen Hintergrund vergrößern? Da macht ihr nichts weiter als einfach über Bild, Arbeitsfläche. Ich gehe dann hier auf Pixel und achte darauf, dass in jede Seite vergrößert wird, wenn ich das dann möchte. Das wollte ich bei dem Bild und habe dann hier einfach die Pixelzahl erhöht. Und dann hat er mir das hier dran gesetzt. Und das Einzige, was ihr dann natürlich tun müsst, ist die ganze Sache hier, den Hintergrund, den fotografierten Hintergrund hier drauf halt verlängern. Ja, das ist halt der springende Punkt. Ich habe erstmal nochmal eine kleine Tonwertkorrektur angemacht. Angemacht ist gut, sondern eingesetzt, damit ich hier die Farben ein bisschen neutraler gestalte. Und ja, ihr seht schon, das ist die Verlängerung des Hintergrundes. Das war sie ursprünglich und ihr seht schon, was da passiert ist mit dem Schatten. Der ist ein bisschen merkwürdig, natürlich auch logischerweise in die Länge gezogen worden. Ja, und das wollte ich nicht. Wie mache ich jetzt solch eine Verlängerung? Das zeige ich euch einfach mal. Ich bilde mir mal eine Summe. Und dafür geht ihr nicht, müsst ihr nichts weiter tun, als hier oben in das Auswahlwerkzeug zu gehen. Und ich gehe jetzt mal direkt hier ran. Markiert euch einen Bereich, Command-T beim Mac, Steuerung-T beim Windows-Rechner. Und dann könnt ihr das hier einfach in die Länge ziehen und schon habt ihr euren Hintergrund dort quasi verlängert. Das auf jeder Seite gemacht. Und schon ist die Sache damit dann quasi erledigt. Wie gesagt, hier rückwirkend hat mir das oder rückblickend hatte mir das hier nicht so gut gefallen mit dem Schatten. Deswegen hatte ich dann auf diesen verlängerten, vergrößerten Hintergrund noch etwas kopiert mit dem Kopierstempel hier und mit dem Pinselwerkzeug am Schatten gemalt und habe dann letztendlich dieses Bild hier erzeugt, was mir so ganz gut gefallen hat. Auch wenn der Schatten nicht ganz genau und hundertprozentig realistisch ist. Wenn das nachher alles verrechnet ist mit dem Hintergrund, ist das völlig in Ordnung. Das sieht realistisch aus. Ja, aus der Aufnahme heraus weiß ich natürlich, dass der Schatten etwas anders war. Aber glaubt mir, da müsst ihr nicht hundertprozentig genau sein mit dem Schatten. Ja, es sollte grundlegend passen und dann sieht das nachher auch schön realistisch in der fertigen Montage aus. Okay, mal zu dem Freisteller. Bevor ich hier einen Hintergrund einfügen kann, muss ich natürlich einen Freisteller machen.
Grundlegend, also wenn es wirklich um saubere Fotomontagen geht, empfehle ich immer den Zeichenstift. Das ist diese Feder hier in einer 300 bis 400% Ansicht. Und immer darauf achten, dass hier nicht in der Außenkante, nicht auf der Kante, sondern wirklich in der Innenkante lang geht. Ja, jetzt bin ich hier schon bei einer Ansicht von 400%, die kann ich euch gerne empfehlen, damit ihr auch wirklich sauber arbeitet und dann könnt ihr hier Stück für Stück das Modell oder Objekt, je nachdem, was ihr fotografiert habt, freistellen. Ja, bis ihr einmal rum seid und dann einfach Command und Enter und dann habt ihr eure Auswahl. Wie bin ich jetzt hier vorgegangen? Hier habe ich jetzt nicht mit dem Zeichenstift gearbeitet. Es ist das beste Freistellungswerkzeug für meinen Geschmack. Hier war ich aber ein bisschen faul und habe mich auf den Zauberstab berufen. Und hier müsst ihr einfach bloß mal ein bisschen experimentieren, damit ihr nicht mit eurer Auswahl das Model erwischt. Ja? Was meine ich damit? Wenn ihr hier oben bei der Toleranz zum Beispiel, ich gebe jetzt mal 50 ein und jetzt hier quasi reinklickt, dann seht ihr schon, was passiert. Der Zauberstab, der wählt sich hier alle möglichen Farbtöne aus, die irgendwo da an dieser Toleranz liegen. Deswegen diese Toleranz einfach mal zum Beispiel auf 10 setzen. Und dann halt nochmal anfangen und dann seht ihr schon, es sieht viel, viel besser aus. Der Zauberstab arbeitet viel, viel genauer. Hier müsst ihr natürlich auch mehrfach klicken, das ist einfach so. Ja, und dann könnt ihr euch so Stück für Stück an eure Freistellung herantasten. Es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber so funktioniert das dann ganz gut. Da geht ihr einmal quasi rum und ihr habt natürlich. Ihr könnt auch mit 5 Toleranz arbeiten, aber das wird dann natürlich immer schwieriger. Ja? Naja, klickt ihr da wirklich 100 Mal, bis der Zauberstab dann irgendwann mal alles ausgewählt hat. Hier seht ihr auch so ein paar Überbleibsel, die müsst ihr dann alle noch mit reinnehmen. Wenn ich mit dem Zauberstab grundlegend fertig bin, gehe ich ganz nah ran an meine Freistellung und arbeite mit dem Lasso-Werkzeug nochmal etwas nach. Das heißt, ich ziehe, upsa, rückgängig, ich ziehe mit der Alt-Taste, seht ihr, hier kommt ein Minus zustande und ich ziehe mir hier Bereiche quasi wieder ab. Ja, und so gehe ich dann den ganzen Freisteller entlang, das ganze Model entlang, bis ich halt einen sauberen Freisteller habe. Also Zauberstab in Kombination mit dem Lasso-Werkzeug ist eine schöne Geschichte. Wenn ihr das dann fertig habt, eure Freistellung, ich gehe jetzt mal hier auf den fertigen Freisteller. Ich hebe die Auswahl mal auf. Ja, und ich klaue mir jetzt einfach mal den Freisteller von meiner eigentlichen Arbeit hier oben. Mal Command drücken, die Ebene eben erstellte Ebene hier aktivieren, Command drücken und dann könnt ihr euch hier auch eine Auswahl wieder aktivieren. Um die Auswahl noch feiner zu gestalten, geht ihr einfach mal hier oben in den Auswahlen und Maskieren, also den Maskierungsverbesserungsdialog. Und welche Einstellungen nehme ich persönlich hier immer vor? Abrunden. Das sind so eigentlich Standardwerte bei mir. 2, hier gebe ich 0,2 Pixel ein für die weiche Kante. Den Kontrast hebe ich immer ein bisschen an, dann gibt es aber bei mir keine feste Prozentzahl. Und die Kante verschiebe ich immer nach innen, ja, so zwischen 15-20%. Warum? Damit ich einfach noch eine sauberere Freistellung habe. Farben dekontaminieren und dann halt die Auswahl hier gleich mir eine ebene Maske mit anlegen lassen. Das ist mir wichtig. Und natürlich nicht vergessen, die Haare, ich gehe mal näher ran. Und die Haare sehen hier an der Stelle natürlich noch nicht so gut aus. Ja, aber seit CS5 damals, Photoshop hat uns dann ein schönes Werkzeug hier mit an die Hand gegeben in diesem Verbesserungsdialog. Ich ändere den Radius etwas und gehe direkt hier an den Haarrändern einfach mal drüber. Und Photoshop rechnet dann die Haare an den Stellen noch besser raus. Achtet darauf, nicht einfach gnadenlos hier rüber zu gehen, sondern wirklich bloß an den Rändern zu arbeiten, damit das eine schöne, saubere Freistellung wird. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Seit CS5 damals eingesetzt oder kam diese Funktion mit. Und die wird auch immer stetig weiter verbessert. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann gehen wir hier drüben nochmal runter. Direkt an den Rändern lang. Lassen kurz rechnen. Und schon sind die Haare, hier gehe ich nochmal ein bisschen drüber, wieder ein bisschen besser freigestellt. Gut. Neue Ebene mit Ebenenmaske ist aktiviert. Wir sagen okay. Und haben unseren Freisteller. Diese Freistellungsebene kopiere ich. Das ist quasi die Kopie, die ich hier oben drin habe. Und hier drunter, zwischen diesen beiden Freistellungsebenen, füge ich jetzt meinen Hintergrund ein. Und den greife ich mir dann einfach mal
Das ist hier aus dem Stockpaket Venedig, welches ich am Anfang der letzter Woche, nee, Quatsch, Anfang dieser Woche veröffentlicht habe. Über 70 richtig hochauflösende Stockfotos für 4,90 €. Könnt ihr gerne mal auf meiner Webseite schauen unter Shop Downloads. Und da habt ihr wirklich schöne Hintergründe dabei für romantische bis gruselige Composings. Ist da für jeden was dabei. Und hier ist dieses Bild, welches ich hier für dieses Composing mit Yamari verwendet habe. Das öffnen wir einfach mal. Command A markieren, Command C kopiere ich es und füge es hier einfach mal ein. Wenn ich mit Hintergründen arbeite und die jetzt noch transformieren muss, ist es immer wichtig zu sagen, für Smart Filter konvertieren. Warum? Weil so habe ich natürlich die Möglichkeit, den Hintergrund immer wieder so zu verändern, wie es mir persönlich passt. Das heißt, wenn ich jetzt Enter drücke und sage, ich möchte den jetzt nochmal verändern. Je öfter ihr einen Hintergrund nochmal aktiviert und wieder verändert und der es nicht in ein Smart-Objekt konvertiert, wird die Bildqualität immer, immer schlechter. Ja, von dem Bild, was ihr da ständig transformiert. Deswegen konvertiert einfach in ein Smart-Objekt und dann könnt ihr auch verlustfrei das Ding in alle Richtungen ziehen, so oft ihr das möchtet. Nur mal so als Tipp am Rande. Ja, wir wollen jetzt nicht ganz, ganz genau. Ich gehe jetzt nochmal auf das finale Bild. Es wird jetzt bestimmt nicht ganz genau dieses gleiche Bild, aber es geht hier um die Prinzipien zu erklären. Und deshalb machen wir hier einfach mal eine neue Fotomontage draus. Ich gehe hier einfach mal ein bisschen höher noch. So ungefähr will ich mich mal daran halten, an dem Original. Hier war die Sonne noch ein bisschen größer. Also werde ich es hier auch nochmal einen kleinen Tuck mehr transformieren. So soll das mal passen. Ja, es geht einfach nur darum, dass ihr auch wirklich die Prinzipien hier seht, versteht, wie ich da vorgegangen bin. Gut. Und jetzt sieht das natürlich ziemlich hier flach aus. Ja, es ist nicht schön. Und was machen wir da? Und das ist halt das sehr, sehr coole. Ich liebe diese Technik, beziehungsweise diesen ebenen Modi. Ich mache nichts weiter, als diesen ebenen Modi zu verändern, ineinander kopieren. Und schon werden mir die Schatten aus meiner Aufnahme komplett mit in das Bild hineingerechnet. Und das ist sehr, sehr geil. Das mag ich ungemein. Hier könnt ihr gleich nochmal kontrollieren. Schaut mal. Hier seht ihr ja die Kante. Ja, hier war nämlich der ursprüngliche Hintergrund. Was ich dann auch immer nochmal mache, nochmal ein Tipp am Rande, das hatte ich vergessen zu sagen. Nehmt doch einfach mal Lineal und zieht euch mal eine Linie so zu dieser Hintergrundkante aus der eigentlichen Aufnahme im Studio. Und dann könnt ihr euch hier quasi langhangeln mit der Positionierung des Hintergrundes. Ja, und diese Schattenkante hier, die sollte natürlich nicht auf dem flachen Boden liegen, die sollte in der Kante liegen. Und deswegen, ich würde es sogar noch ein bisschen weiter runtersetzen, als das Lineal jetzt ist. Gehen wir mal ran, sodass diese Kante hier wirklich schön an der Stufe entlang geht. Und dann sieht das glaubhaft aus. Natürlich ist an einigen Stellen die Sache jetzt hier ein bisschen dunkel geworden durch ineinander kopieren. Da könnt ihr einfach nochmal Command J drücken, kopiert das Ganze nochmal, nehmt von dieser zweiten Ebene die Deckkraft mal ein bisschen runter und dann könnt ihr, so mache ich das dann halt, ich lege mir eine Maske an, nehme den Pinsel und male das an den Stellen wieder raus, wo es mir vielleicht zu viel erscheint. Aber ich muss echt sagen, es gefällt mir gerade gut. Hier oben geht mir ein bisschen Helligkeit verloren. Da werde ich das dann wieder ausmaskieren. 100% Deckkraft. Ja, dann hole ich mir das hier an der Stelle ein bisschen wieder zurück. Aber hier an den Säulen gerade ist durch diese zweite Hintergrundebene die ganze Sache ein bisschen kontrastreich und dann gefällt mir das sehr gut. Gut, wir machen da mal eine Gruppe draus, sagen Hintergrund. Und was ich jetzt hier noch tue, ist Folgendes. Es geht ja um das Model Yamari hier. Ja, hier soll der Fokus liegen. Das heißt, ich möchte gerne den Hintergrund leicht unscharf gestalten. Deshalb setze ich hier einen Weichzeichner, Gaußschen Weichzeichner ein. Ganz, ganz sachte, wirklich nicht viel. 4 Pixel sollte reichen. Sage Enter und dann habe ich hier eine leichte Unschärfe drauf. Wichtig aber ist, die leichte Unschärfe darf nur auf dem eigentlichen Hintergrund sein. Wir haben jetzt hier natürlich auch den Boden eingefügt. Ja, Mari ist gestochen scharf, also sollte der Boden unter ihr ja auch gestochen scharf sein. Photoshop ist so nett, hat mir hier gleich eine Maske angelegt auf meinen Gaußschen Weichzeichner und ich werde mit schwarzer Vordergrundfarbe, ist das überhaupt ein richtiges Schwarz? Ne, es ist nämlich so ein bisschen grau, das wollte ich nicht, werde ich hier die ganze Sache ausmaskieren. Ja, und mir
diese Schärfe hier vorne wieder zurückholen und diesen Gaußschen Weichzeichner, ich gehe mal näher rein, hier auf den Hintergrund leicht drinnen lassen. Seht ihr das? So gefällt mir das sehr gut. Genau. So. Diese Freistellungsebene belassen wir. Hier unten den Freisteller, den benötigen wir nicht mehr. Den nehme ich mal raus. Löschen. Und das war unser ursprünglicher Hintergrund. Hier sehe ich sogar, habe ich komplett hier an der Stelle ausmaskiert gehabt. Wie sieht das jetzt da eigentlich aus? Hier hatte ich jetzt die Ausmaskierung, sieht hier wieder ein bisschen anders aus. Gut, wenn ich das mir jetzt mal so anschaue, finde ich es hier sogar noch schöner und ich werde hier auch noch mal ein bisschen ausmaskieren und mir Details in der Tür hinten zurückholen. Ja? Also noch mal gucken, auf der Hintergrundebene, der zweiten Hintergrundebene, maskiere ich diese Tür hier wieder aus, weil mir sonst da zu viele Details verloren gehen. Hatte ich hier oben bei dem eigentlichen Bild oder Ursprungsbild auch gemacht. Gut, das von meinem Ursprungsbild nehme ich mal zurück. Das Ding brauche ich auch nicht. Kommen wir zum nächsten Step. So Leute, und was nochmal ganz, ganz wichtig ist, das Modell, welches ihr in die Fotomontage einfügen wollt, beziehungsweise nutzen wollt, Modell und Hintergrund müssen farblich aufeinander abgestimmt sein. Sonst ist das nicht stimmig. Und das machen wir jetzt an der Stelle. Und wie mache ich das? Hier zum Beispiel seht ihr ja den Farbangleich. Ja, ihr seht es schon. Schaut mal auf Yamari an der Stelle. Ja, wie ist die farbliche eingepasst habe. Wie mache ich das Ganze? Wir nehmen mal Yamari, nehmen wir jetzt hier mal an der Stelle raus. Wir lassen bloß den Hintergrund drinne. Command J, dann machen wir uns mal eine Kopie davon. Legen die über den Freisteller, aktivieren unsere ganzen anderen Ebenen wieder. So. Und sagen hier bei der Kopie von dem, nicht von dem Freisteller, von dem Hintergrund, gehen wir auf Normal. Ja, wir können das hier zusammenfügen, Gruppe zusammenfügen, ist in Ordnung. Und sagen jetzt hier an der Stelle Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner. Dreht hier richtig mal auf, ruhig auf 400% ungefähr gehen oder Pixel, ich sag mal Prozent, Pixel. Okay, lassen ihn kurz rödeln und sagen hier Farbe. Ihr wollt ja eine Farbanpassung vornehmen. Natürlich nicht auf das ganze Bild, sondern nur auf das Modell. Das heißt, ihr könnt mit der Alt-Taste euch hier einfach mal den Freisteller nach oben ziehen und natürlich auch nicht so extrem, wie es hier der Fall ist. Ja, ich halte mich da immer gerne mal so auf bei 20% und schaut mal, was da passiert ist. Schaut nochmal aufs Modell. Vorher, nachher. Viel, viel besser, viel, viel stimmiger. Command und J nochmal drücken bitte. Habt ihr nochmal eine zweite Kopie und setzt die mal bitte ins weiche Licht. Dann habt ihr hier gleich nochmal eine kleine Kontrastanpassung, damit es nochmal ein bisschen intensiver wirkt. Ich rate auch immer, alles in Gruppen zusammenzufügen, damit ihr euch hier wirklich zurechtfindet. Farbangleich. Und dann seid ihr hier mit dem nächsten Step fertig. So, und prinzipiell war es das eigentlich schon rein von der Basic her mit der Fotomontage. Jetzt geht es an den Look. Jetzt geht es an den Look und da können wir verschiedene Sachen tun. Hier hatte ich Licht eingemalt, Detail Extractor, noch einen Farbverlauf und so weiter. Und das zeige ich euch an der Stelle mal, damit das Ganze halt Atmosphäre bekommt. Wir setzen hier mal eine Ebene Licht ein, sagen, okay, ihr nehmt euch einen Pinsel, X wechselt dann mal auf die weiße Vordergrundfarbe. Und das ist jetzt alles halt auch persönlicher Geschmack, wie stark, wie intensiv ihr das haben wollt. Ich tippe hier einfach mal rein. Command T und transformiere das Ganze noch ein bisschen. Und was ist jetzt der Vorteil? Ihr kriegt jetzt hier zum einen, ja, das ist die Fantasie gefragt. Das könnte hier in der Laterne stehen, ja, oder an dem Haus könnte eine Lampe hängen. Ihr habt aber hier eine ganz, ganz zarte Überstrahlung aufs Modell gelegt, was das ganze Composing wieder stimmiger in sich macht. Ja, sehr, sehr wichtig, ist eine schöne Sache. So, und weil wir gerade bei Übermalungen, Optimierungen, Randanpassungen und so weiter sind, macht ihr mal bitte Folgendes. Bildet mal bitte eine Summe, Command, Alt, Shift und E, also beim Mac. Geht mal richtig nah ran, nehmt euch den Pinsel. 2% ist okay, ihr könnt ja 2, 3, macht das nicht zu viel, gehen mal auf 3%. Und jetzt macht mal Folgendes. Wundert euch nicht, ihr werdet es kaum sehen, aber es ist halt sehr, sehr von Vorteil. Ihr nehmt den Radius halt ein bisschen zurück. Mit der Alt-Taste nehmt ihr immer mal die Hintergrundfarbe auf und malt mal ganz sachte so über die Ränder drüber. Wir gehen mal ein bisschen raus in die Totale.
Den Radius werde ich ein bisschen wieder vergrößern und geht mal ganz sachte so rüber, über die Ränder. Ihr seht jetzt so auf Anhieb, ja, was sieht man da? Eigentlich nicht viel. Aber der Vorteil ist, wir gehen gleich nochmal in die Vollansicht, damit ihr das besser seht. Ihr malt eine ganz leichte Nuance der Farbe aus dem Hintergrund über das Modell und das bewirkt, dass das Modell immer stimmiger in den Hintergrund eingefügt wird. Wir gehen mal ganz nah ran und wir blenden das mal aus. Es ist wirklich ganz, ganz minimal. Ich gehe mal hier rüber an den Arm und ihr seht eine ganz leichte Veränderung. Vorher, nachher, eine ganz, ganz leichte Überschattung und die sorgt dafür, dass das immer besser in den Hintergrund eingefügt wird. So, was können wir jetzt hier noch tun, um die ganze Sache noch ein bisschen stimmiger zu gestalten? Schaue ich mal in die alte Bearbeitung rein. Ja, da habe ich mit Detailextractor gearbeitet, Farbverlauf, Glamour Glow noch mit drüber gelegt, über das Thema Nickfilter. Und ich liebe die Nickfilter. Und ja, die öffnen wir jetzt an der Stelle einfach mal. Wer mit den Nickfiltern auf dem Mac arbeitet und das vielleicht noch nicht weiß, öffnet die Nickfilter bitte ja über dieses Fenster. Ja, irgendwann hat Apple aufgehört, das Ganze hier zu unterstützen oder Adobe oder wer auch immer, keine Ahnung. Wenn ihr die Nickfilter hier übers Menü öffnet, könnt ihr zwar da drin arbeiten, wenn ihr dann bestätigt, stürzt Photoshop euch aber ab. Hier über dieses Fenster stürzt Photoshop nicht ab. Und wir öffnen hier an der Stelle mal unseren Color FX Pro. Dauert einen kleinen Moment und wir arbeiten noch mal ein paar Details heraus über den Detail Extractor. Ich liebe diesen Filter. An den Farbeinstellungen ändere ich nichts. Ganz leicht gehen wir da mal rein. Nicht zu stark. Ja, es handelt sich hier leider wirklich, es ist einfach ein Experimentieren. Es handelt sich hier nicht um ein Männerporträt, ein raues Männerporträt, wo wir jetzt hier richtig mit Details grob arbeiten können. Hier geht es wirklich um feine Nuancen. Wir nehmen den Kontrast hier ein bisschen höher, achten aber bei diesen Filtern natürlich auch drauf, dass uns die Schatten hier nicht absaufen. Deswegen hole ich mir die Tiefen hier ein bisschen zurück und auch die Spitzlichter hole ich mir ein bisschen zurück und sage an der Stelle okay. Und möchte aber, und jetzt immer wieder bei dem Thema Fotomontagen, es ist immer mit Überlegung dabei zu arbeiten. Wir haben ja vorhin Folgendes getan. Wir haben eine Unschärfe auf den Hintergrund gelegt, damit der Hintergrund hinter das Modell tritt, ja, das Auge nicht zu sehr von Details abgelenkt wird. Und das ist der springende Punkt jetzt auch hier. Ob jetzt ist er mir hier ganz nach oben gerutscht, das wollte ich jetzt nicht. Ich lege ihn hier drüber. So. Und derselbe springende Punkt ist hier halt zu beachten. Wir nehmen uns den Freisteller, Alt-Taste, und dann können wir uns den nach oben ziehen. Also in Kopie den Freisteller nach oben ziehen, sodass diese Details jetzt nur auf das Modell quasi übernommen werden. Und genau wie vorhin bei dem gaußschen Weichzeichner wollen wir das auch auf diesem Untergrund, wo das Modell steht, haben. Ja? Und fügen das hier quasi noch mit ein, weil das wäre unrealistisch, wenn es hier vorne nicht zu sehen wäre. Natürlich mit 3% ist das ein bisschen schwach. Ich wundere mich gerade, warum mir nichts passiert. Wir gehen hier ein bisschen mit 100% zu Werke. So, dann haben wir das. Was können wir noch machen? Wir können hier einen schönen interessanten Farbverlauf. Oh, jetzt hatte ich fast den Fehler gemacht. Also bitte hier drüber reingehen. Ich arbeite sonst für meine ganzen Fotomontagen immer an meinem großen Windows-Rechner. So, jetzt nehmen wir noch einen kleinen schönen Farbverlauf mit rein. Und da finde ich halt diese. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, genau. Bicolor-Filter finde ich hier klasse. Wir haben in dem Ursprung, wir gehen mal kurz rein, wir haben hier Gelbtöne drin und wir haben Blautöne, Blau-Grüntöne drin. Und sowas suchen wir uns dann hier raus. Ich aktiviere das Ganze hier oben. Ja, wir nehmen gleich mal den ersten. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich bei der ursprünglichen Montage genommen habe, aber spielt keine Rolle. Das Mischen nehme ich mal zurück, damit ich die Kante sehe. Ich werde das Ganze ein bisschen drehen, parallel zu dem Schirm hier. So, werde die Kante hier aber auch noch ein bisschen nach hinten ziehen. Und jetzt den Mischen ganz extrem weit nach oben, dass das schön ineinander übergeht. Mit 50% Deckkraft absolut too much. Wir gehen hier mal auf 10%, 9%. Schaut mal vorher, nachher. Eine kleine Nuance reicht vollkommen aus. Sagen okay, lassen ihn wieder rechnen und setzen jetzt zum Ende mal den. Jetzt schmeißt ihr mir das immer nach oben. Ist egal, ich ziehe das jetzt hier einfach mal runter. So. Und wir setzen mal
Ich gehe jetzt immer rein von der Gewohnheit aus dem Windows-Rechner, sorry, gehe ich immer über das Menü, muss ich selbst jetzt aufpassen, dass ich nicht hier über das Menü gehe. Wie gesagt, dann stürzt Photoshop beim Mac hier ab. Jetzt gehe ich hier nochmal rein und setze mal diesen Glamour Glow Filter rein. Dieser Glamour Glow Filter, der macht das Ganze ein bisschen verträumt. Das passt hier wunderbar zum Fil zu dem Filter, zu dem Foto. Ja, den mag ich sehr. Aufpassen hier auch, die Sättigung, die lasse ich hier immer komplett unbeeinflusst. Man kann das sehr schnell sehr stark übertreiben, dass es nicht mehr schön aussieht. Ich achte hier auch darauf, dass es sehr dezent eingesetzt wird. Und auch hier achten drauf bitte, dass Lichter, vor allem die Lichter bei diesem Filter hier nicht ausfressen. Vorher, nachher, da haben wir so einen kleinen Dream Look drüber. Jetzt kommt noch ein kleines Aber, wenn ihr mit dem Filter arbeitet. So meine Erfahrung. Wir lassen ihn kurz rechnen. So, etwas nehme ich hier aus diesem Glamour Glow Filter immer raus und das sind die Augen. Ich gehe mal näher ran, zoome mal näher ran, damit ihr das seht, was ich meine. Hier ist der Filter jetzt aktiv. So, wenn ich den rausnehme, ihr seht ihr schon an den Augen, dieser Filter durch diesen, ja, Schleierlook, gehen die Augen, da liegt ja dieser Schleier drüber und da geht mir irgendwie ein bisschen der Kontrast, ein bisschen die Stärke der Augen verloren. Und deswegen mache ich immer Folgendes, hier einfach eine Maske anzulegen. Schwarze Vordergrundfarbe und dann maskiere ich mir die Augen hier an der Stelle wieder raus. Wir schauen uns das mal mit der Alt-Taste an. Ihr wollt, ihr seht, ausmaskiert und dann gefällt mir das an der Stelle sehr gut. Ja, da gefällt mir der Filter wie gesagt nicht. Ja, die Kraft der Augen geht mir da irgendwie ein bisschen flöten. So, was ich jetzt hier gerade noch sehe, auch mal der Vollständigkeit halber, wenn ich mir, ich habe das hier mal in eine Gruppe zusammengefügt, weil das ein bisschen nervig war, also meine alte Bearbeitung. Schaut mal, in der finalen Bearbeitung sind ja hier solche Sachen wie Schilder, Flecken an den Türen und so weiter. Oder hier unten zum Beispiel auch am Boden. Ich gehe mal wieder raus. Ja, diese ganzen Fusseleien alle weg. Das werde ich jetzt hier nicht alles wegstempeln, weil das würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber der Vollständigkeit halber zeige ich euch das mal, wie ich dabei vorgehe. Wie könnt ihr das tun? Ihr legt euch mal eine neue Ebene an, könnt die nochmal Retusche zum Beispiel nennen. Retusche. Das ist okay. Und die beiden Werkzeuge, die hier zum Tragen kommen, ist der Kopierstempel und der Reparaturpinsel. Ja, aktuelle Ebene und darunter ist wichtig. Und ja, warum nehme ich jetzt den Reparaturpinsel? Wann nehme ich den Kopierstempel? Den Reparaturpinsel hier jetzt aktiviert, nehme ich zum Beispiel für solche Sachen, die hier in der Mitte liegen, ist das immer sehr, sehr schön zu machen, da hier auch wirklich alles schön ineinander übergeht. Bitte achtet darauf, dass, wenn hier irgendwie andere Texturen sind, keine Wiederholungen reingestempelt werden. Ja, dann sieht das jeder, der sich da ein bisschen mit auskennt, ey, da wurde gestempelt. Ja, hier, wie gesagt, an solchen Flächen klappt das mit dem Reparaturpinsel wunderbar. Wann wechsle ich denn jetzt nun? Das möchte ich euch nochmal zeigen, vom Reparatur auf den Kopierstempel, wenn ich an Rändern arbeite. Und ich sage mal, ich gehe mal zum Beispiel an den Rand von ja, Mari an den Arm und da seht ihr, was mit diesem Reparaturpinsel an Rändern passiert. Und dann wechsle ich halt auf den Kopierstempel, wenn hier zum Beispiel was Störendes wäre. Alt-Taste, ich nehme was auf und würde jetzt hier lang gehen, schaut mal, was passiert, ihr zerstört mir die Ränder. Und das ist das, wo ich dann halt an Rändern immer auf den Kopierstempel wechsle. Ich mache das mal rückgängig. Nehmt den Kopierstempel, achtet aber darauf, dass an der Stelle die Härte nicht auf Null steht. Ja, also eine weiche Kante würde hier natürlich auch einen weichen Rand verursachen. Das wollen wir nicht. 50% Härte reicht vollkommen aus. Und jetzt zum Beispiel hier unten ist hier was von der Tür, so ein heller Fleck. Nur mal als Beispiel. Ich nehme hier Alt-Taste, ich nehme hier was raus und jetzt kann ich hier quasi Stück für Stück rübergehen, ohne dass mir die Ränder zerstört werden. Ja, und das sind halt die Punkte, beziehungsweise die Retusche-Fälle, wo ich halt auf den Kopierstempel gehe, wo mir der Reparaturpinsel hier einfach nur die Ränder zerstört. Ja, also und jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, gehe ich nochmal auf den Boden runter, der sah wirklich katastrophal aus vor der Retusche. Ja, und hier könnt ihr dann halt auch überall, jetzt nehme ich wieder den Reparaturpinsel und retuschiere dann quasi hier alles weg. Ja, wie genau ihr das betreibt, das ist wirklich persönlicher Geschmack. Hier gehe ich wieder auf den Kopierstempel. Das macht einfach mal so nach eurem eigenen Ermessen. Hier kopiere ich mir quasi immer genau die Linie raus. Ja, und dann kann man das schön retuschieren. So gehe ich quasi den ganzen Boden ab, so gehe ich die Wände ab.
und dann habt ihr da eine vernünftige Retusche nachher. Ist halt auch ein bisschen Fleißarbeit, aber gehört nun mal dazu. So, was können wir jetzt hier noch machen an der Stelle, was ich natürlich gerne mache? Ja, die einen sind Fan davon, die anderen sind kein Fan davon. Ich bilde mir noch mal eine Summe und sage malerischer Look. Wie kann man das machen? Es gibt so viele Wege, die nach Rom führen. Rauschfilter, Rauschen reduzieren. Und dann sage ich hier, Farbrauschen reduzieren immer. Ja, für irgendwelche störenden Magenta-Cyan-Ränder, die nehme ich auf die Weise immer mit raus. Und reiße den Regler hier gnadenlos nach oben. Sage, okay. Hält er rechnet noch. Und gehe dann zum Beispiel nochmal auf Filter. Korneffekt. Isotrop ist wichtig. Sagt okay. Dann lasst ihn wieder kurz rechnen. Und wenn wir jetzt mal näher rangehen, vorher, nachher, kriegt das diesen Ölgemälde-Look. Ja? Damit aber auch Schärfe wieder zurück ins Bild kommt, ist es wichtig. Zum Beispiel ist einer dieser Wege. Ihr bildet hier nochmal eine Summe, also deaktiviert also unbedingt jetzt diese malerische Look-Ebene. Deaktiviert die mal bitte. Command, Alt, Shift und E bildet nochmal eine Summe. Schiebt diese dann über diese malerische Look-Ebene, die nennen wir auch mal malerisch. Ja, immer die Ebenen benennen, damit ihr auch wirklich wisst, auf welcher Ebene ihr gerade seid. Und hier sagen wir einfach mal Schärfe. So, ihr sagt Filter, sonstiger Filter, Hochpassfilter, der Klassiker zum Schärfen. Natürlich nicht mit 10% oder Pixel, ich mache mit Prozent Pixel. 1,6 ist okay, sagt ineinander kopieren. Und jetzt schaut mal, ihr habt zwar diesen malerischen Look hier drinne, aber ihr habt, jetzt mache ich, deaktiviere ich den mal wieder, habt euch auch wieder Schärfe zurückgeholt. Ja, und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Malerischer Look mit 100% ist extrem. Ich gehe mal auf 60 ungefähr runter und nehme die beiden Dinger hier mal zusammen und nenne das Ganze malerisch. Und abschließend auch, ganz, ganz wichtig, das müsst ihr euch vorstellen, wie eine kleine Decke, die ihr über euer Bild legt. Ihr fügt dem ganzen Bild nochmal ein Rauschen hinzu. Jetzt werden vielleicht einige schreiben, was ein Rauschen hinzufügen? Ja, ein ganz, ganz dezentes, Gaußsche Normalverteilung ist wichtig, monochromatisch ist wichtig, 3%, 2-3% reicht vollkommen aus, sagt okay und dann wird hier nochmal ein Rauschen drüber gelegt. Ihr seht das so nicht. Aber wenn ich jetzt mal ganz nah rangehe, vorher, nachher, vorher, nachher. Schaut mal auf diese Ränder hier. Vorher, nachher, ja. Das wird quasi wie eine kleine Decke über das ganze Bild gelegt, die das ganze Bild nochmal in sich, wie sollte ich mich ausdrücken, bindender wirken lässt. Ja, zusammengehöriger wirken lässt. So, und das ist das quasi, wie solch eine Fotomontage erstellt werden kann. Ja, wir gucken uns das nochmal an. Vorher, nachher, vorher, nachher. Ihr seht, es ist wirklich kein Hexenwerk. Schlüssel ist halt wirklich eine saubere Freistellung. Da lasst euch Zeit, entweder über den Zeichenstift oder aber halt auch mal über Zauberstab und Lasso-Werkzeug. Das sind so zumindest meine Werkzeuge, mit denen ich gerne arbeite. Ja, lasst euch da Zeit, das hier quasi schön sauber herauszunehmen, das Motiv freizustellen. Dann halt ein farblicher Angleich nicht vergessen. Ich gehe hier nochmal kurz raus. Ja, der Hintergrund ist eingepasst. Ihr habt einen farblichen Angleich. Der ist wichtig. Habt nochmal ein bisschen Licht jetzt hier in dem Fall eingemalt. Habt eine leichte Überstrahlung drin. Dann gibt es diese Optimierungen an den Rändern. Dann nochmal Details rausarbeiten. Hier immer wieder darauf achten, dass die Details sich nur auf das beziehen, wo der Blick hingelenkt werden soll. Ja, nicht die Details stärken auf irgendwelche Hintergrundelemente, die letzten Endes nur den Rahmen geben. Die würden einfach zu sehr ablenken. In malerischer, Quatsch, malerisch, in farblicher Verlauf damit rein, macht das Ganze noch stimmiger, bringt mehr Atmosphäre rein. Und ja, das dann eigentlich so viel dazu. Ihr seht, es ist kein Hexenwerk. Wir gucken uns nochmal das Bild, welches ich ursprünglich gemacht hatte, an. Ja, es sieht natürlich ein bisschen anders hier noch aus. Ah, was mir gerade noch einfällt, weil ich sehe gerade jetzt einfach mehr Kontrast noch drin zu sehen. Wir machen hier mal noch Folgendes. Wir machen mal noch Folgendes, und zwar, das ist so, das brauche ich jetzt hier nicht mehr. Ein kleiner Tipp, den ich auch immer bei Porträts mit einsetze. Legt euch mal bitte eine Schwarz-Weiß-Ebene an. Und nicht, um ein Schwarz-Weiß-Bild zu generieren, nein, in Modus weiches Licht.
Und nehmt die Deckkraft mal bitte runter auf, ja, so 20%. Achtet bitte wieder drauf, dass keine Tiefen hier total absaufen und schaut mal vorher, nachher, ihr habt da nochmal einen knackigen I-Punkt gesetzt. Die Kontraste sind hier einfach nochmal ein bisschen schöner, ein bisschen stimmiger. Das Bild kriegt nochmal ein bisschen mehr Flair. Und ja, eine sehr, sehr schöne Sache nochmal. Das wollte ich euch jetzt hier eben nochmal mitgeben. Ich hoffe, da war auch wieder das ein oder andere dabei. Das, wie gesagt, sind die grundlegenden Dinge, auch wenn jetzt das Ergebnis vielleicht nicht genau das gleiche ist, aber das sind die grundlegenden Dinge, die zu beachten gilt, ja, die ihr umsetzen müsst, um so eine Fotomontage zu erstellen. Letzten Endes ist es alles üben, 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 immer wieder üben. Nehmt euch von mir aus jede Woche 4, 5 Bilder vor und setzt da die Hintergründe ein, tauscht die Hintergründe, saubere Freistellung. Ach so, und bei der Freistellung, beim Hintergrund dann ganz, ganz wichtig, damit die Schatten mit übernommen werden. Hintergrund, das hatten wir vorhin, ineinander kopieren und dann werden die Schatten hier mit übernommen. Ja, und mehr ist es nicht. Dann halt wirklich die Ränder optimieren, nah mal rangehen an die Ränder. Vielleicht nochmal kleine Unsauberheiten wegstempeln und so weiter. Und dann könnt ihr euch da Stück für Stück an dieses, an solch ein Ergebnis herantasten. Solltet ihr Fragen haben zu dem Bild, haut die Fragen gerne in die Kommentare. Ich antworte gerne darauf, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch weitergebracht hat. Das könnt ihr mit jedem Art von Bild, von Porträt im Studio nachbauen. Gebt mir gerne den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Die Verlinkung zu den Venedig-Hintergründen lege ich auch nochmal mit unten rein. Ja, da habt ihr über 70 Hintergründe, die ihr für gruselige bis romantische Composings nutzen könnt. Habt ihr also wirklich viel, viel Freiheiten da zu spielen und loszulegen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß, viel Erfolg und wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach nochmal stellen. Ich antworte und wir hören, sehen uns im nächsten Video. Bis dann.